Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Sagt es, Kinder. Conan. Danke, danke, das geht runter wie Öl. Oh, herrlich. Herrliche. Ja, ich baue heute ich werde hier noch ein bisschen an meiner Hütte weiterbauen. Heute wird der Treppenaufgang gemacht. Ich weiß auch nicht, wieso ich in letzter Zeit immer so gerne mit einem französischen Akzent rede. Oh, vielleicht weil du innerlich eine kleine Französin bist. Wer weiß das schon? Hör auf zu lachen, Robert. Ich habe das genau gehört. Oder wollen wir mit ihm reden mit etwas, nun ja. English for Insiders? I think he had enough English the last few days. Hatte ich nicht eine Werkbank gebaut? Komisch. Sattler. Holz brauchte ich dafür. Ich glaube, Tack. Oh. Trockner? Wir bräuchten einen Trockner. Oh ja, stimmt. Was? Ein Trockengestell. Achso. Da kann man ja auch das Holz drauf machen. Ja. Ach, da macht man das Holz. Ah. Das getrocknete Holz, ja. Aber du kannst auch Dörrfleisch und so da machen. Okay. Längere Haltbarkeit. Ich glaube, das verbraucht auch Rinde, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich bin wieder am Materialien shoppen. Ich betone das extra so, weil wir haben auch andere Definitionen für shoppen gehen. Oh ja. Ich habe tiefrotes Färbemittel gefunden. Cool. Ne? Okay, und wozu braucht man das? Ich brauche schwarzes Färbemittel. Kann ich denn die Färber, kann ich das lernen schon? Mit Färbemittel kannst du deine Klamotten einfärben, zum Beispiel auch Rüstung und sowas. Ah. Aber sag mal, wieso kann ich denn keine Rüstungswerkstatt bauen? Werkbank, Folterung? Werkbank eines Rüstungsmachers. Doch, kann ich machen. Zack. Und der Werkbank eines Folterers kann ich noch nicht. Ist ja gut, der Baum ist auch, glaube ich, teuer relativ. So, dann machen wir hier die Zimmermanns. Hergestellt in Dyer's Bench. Ja, wo mache ich die denn? Was denn? So. Die Dyer's Bench. Dekorative Kriegsbemalungen. Ach so. So, was haben wir hier? Eine Werkbank, eine normale. Ich weiß nicht, wovon, aber ich war, also was da war, aber irgendwas war da, was mich total angenervt hat von diesen Bemalungen. Ich wollte das machen und irgendwie. Die gehen halt immer wieder ab über Zeit. Nee, ich meine, ich hatte beim Bauen schon irgendwas, was mich da so. Das Endergebnis bei mir war so, dann halt nicht. Deswegen. Eine Gerberei. Jetzt die Gerberei direkt neben das Essen stellen, ist glaube ich ein bisschen unruhig. Feuerschalenkessel? Ne, da kann ich keine Farben machen. Hä? Gab ein extra Färberding, oder? Ja. So. Färberwerkbank. 50 Teer und 50 Ziegel, ja, wenn sonst nichts ist. Oh Gott. Brauchst du Ziegel? Nee, ich muss gleich ein paar Tiere töten gehen. Ich brauche Wände. Ich habe dir 500 Tiere doch gegeben. Ach stimmt, die habe ich ja woanders reingepackt. Ja, passt schon, danke. Ich habe nochmal sonst auch 60 in der Tasche, also. Ach, die schmeiß ich jetzt weg. So. Ich habe übrigens wieder über 100 Stahl. Stahl? Okay, wow. Ja, ich bin gerade nur durch die Stadt am Laufen. Das heißt, könnten eventuell demnächst die ersten Stahlwerkzeuge bauen. Das fände ich nice.
Aber ich glaube, vielleicht sollten wir uns erstmal die Stahlwaffen organisieren. Ich glaube, ein bisschen mehr Damage können wir gut gebrauchen. Yep. Dezent. Hat jemand noch Aloe Vera Samen? Ja, müsste bei mir in irgendeiner Kiste rumfliegen. Dann komme ich mal kurz vorbei, weil ich kann die halt jetzt schon anpflanzen. Dann mache ich das nämlich einfach mal ganz frech. Mhm. Sieht bei mir auch so aus, aber ich kann dir echt gesagt nicht sagen, welche Kisten. Ich habe auf meinem kleinen Lagerfeuer mehrere stehen. Soll ich dann da einfach vorbeikommen und die auch mal mit anpflanzen? Ja, mach ruhig. Also du kannst generell, wenn du irgendwas findest, was nützlich ist, nimm es. Okay. Ach, also teilweise sind die Sachen ja aus diesen Stadtblutungen und so. Das heißt, da kann auch Deko-Sachen dabei sein. Stimmt, ich brauche Fackeln. Ich brauche dringend Fackeln. Ich habe 4 Fackeln in meinen Kisten liegen, mindestens. Ich wollte damals als Standfackeln brauchen, hatte aber die passende andere Werkbank noch nicht. Deswegen habe ich sie nicht weiter genutzt. Gefühlt war das so, hast es? Okay, brauchst es? Ich hab's. Ja. Aber wieso kann ich jetzt hier diese scheiß Mauer nicht hinbauen? Will der mich verarschen oder was? Eine Mauer? Oder eine Decke? Nee, ich will hier schon ein Mäuerchen hinsetzen. Wo ist denn deine Kiste, Jan? Ah, da sind deine Kisten. Ich sehe einfach mal nichts mehr. Dann nehme ich mir das faule Fleisch auch mal mit. Ja, gerne. Und dann komme ich jetzt noch bei dir vorbei, Robert. Dann mache ich jetzt mal die andere Art von Shopping-Tour. Ach so, aber... Ja, noch eine dritte Art. Ja. Ich komme jetzt aber auch erstmal wieder nach Hause. Ich bin zwar nicht voll, aber ich habe jetzt wieder irgendwie 10 oder 15 Kisten leer gemacht. Dann nehme ich mal dein faules Fleisch auch mit. Ja, hier sind auch nochmal 17 drin, also... Und dürfte ich mir 3 Verbände klauen? Nimm, was du brauchst. Ich habe halt irgendwann mal Sachen gemacht und ich kann dir nicht mal sagen, du könntest Sachen rausnehmen und hättest du nicht gefragt, hätte ich nicht mal gewusst, dass die da drin sind. Ja, aber sowas mache ich ja nicht, das weißt du ja. Ich weiß, aber ich wollte es nur sagen. So, wo baue ich dich jetzt hin? So. Aber ich verstehe nicht, warum ich da die Wand nicht hinsetzen kann. Alter, hier ist dunkel wie im Bärenarsch. Ja. Deswegen brauche ich gleich Fackeln, ja. Also, Jan, du bist der Speermeister, war richtig, ne? Ja, ich mache Speere. Okay. Wo sind die Speere denn? Hallo, Speere? Mhm. Ich finde die gerade nicht. Wo machte man denn? Ach, ich habe noch gar keine normale Werkbank. Da machte man, glaube ich, die Dinger drin, ne? Die Fackeln. Ich glaube schon, ja. Oh, Alchemistenwerkbank. Ja. Ast und Fackel. Wie mache ich eine normale Fackel? Nee, der. So. Jenny nimmt welche. Willst du Katana oder Dolche? Dolche. Das heißt, du brauchst den Scharmützler. So, Fackel. Fackel. Das sind diese Stahlpoingnat, ne? Hm. Wobei, ja. Ich wollte einfach mal gucken, was ich jetzt schon so craften kann. Mhm. Gar nichts. Wir brauchen verstärktes Leder. Teilweise. Also für die Dolche brauche ich verstärktes Leder. Oh. Und dafür müssten wir Nashorn, Bären, ich glaube, Elefant, irgendwie sowas Großzeit legen. Mhm. Brauchen einen Ast? Ich werde doch da. Nee, kein Ast. Mhm. Ich guck mal, ich kann doch auch schon diese kann ich nicht? Ist die anders? Die für die Wand? Oder kann ich die einfach noch nicht? So. Na toll.
Super, ich brauche noch 2 Level-Ups für eine richtig gute Axt. So, so gefällt mir das. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann nehme ich dich wieder auf. Kriege ich dich dann da hingestellt? So, wenn ich das dann so hinstelle und da so ein bisschen hindrehe. Perfekt. Ja, so langsam wird's doch. Warte mal, was habe ich denn jetzt gebaut? Ich bin auch verwirrt. Ist deiner ein Wurfspeer oder zum... Also ohne Werfen? Ja. Meiner? Ja. Den habe ich nur in der Hand und trage den. Also den mit dem pieke ich. Wenn du rechte Maustaste drückst, wirfst du den nicht. Lass es mich mal ausprobieren. Nö. Okay. Er macht einen schweren Angriff. Dann ist richtig. Ich hatte nur die Sorge, dass ich dann jetzt nicht, dass du einen anderen haben wolltest, den falschen Speer craft. Ich habe übrigens ein dunkler Pferdezusatz. Reicht dir das, Jenny? Für den Anfang? Ich muss gleich, ich muss mich jetzt erstmal um ein paar Werkbänke kümmern hier. Alles gut. Werkbankrüstung mache. So, die habe ich. So, was brauche ich jetzt noch? Also, ich habe den Zimmermann. Rüstungsmacher. Folterer kann ich mir noch nicht leisten. Normale Werkbank. Mal ist die Waldfee. Geformtes Holz. Den Ofen habe ich. Mahlstein, Lagerfeuer. Ich bin doch dumm. Ich habe gerade beim Sammeln 200 verstärktes Leder gefunden und sagt, ja, können das nicht machen, weil wir kein verstärktes Leder haben. Der hat sogar heiße Flüssigkeit in Kurzform, gießt über spezielle Formen, sobald die Flüssigkeit. Okay. Den Gerbertisch habe ich. Die kann ich noch nicht. Haben wir so ein Fischding schon am Wasser? Ja, neben dem Stein, wo du gebaut hast. Habe ich die gesetzt. Okay, nice. Weil ich habe mal schon... Ich habe Insekten, die ich gerne da reintun würde. Ich habe vorhin 70 reingelegt, also... Ich weiß halt nicht, wohin, damit die Müllen mir nur die Kiste voll, deswegen. Ja. Da kannst du bei mir auch noch welche holen. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Insekten rumfliegen. Achso, brauchtest du noch verdorbenes Fleisch? Gerade im Moment nicht. Nee, Knochen sind, glaube ich, eher das Problem, in Anführungsstrichen. Okay. Dann packe ich sie einfach mal bei mir in die Kiste. Jo. Jan, hier. Robert, wo? Oh, was ist das? So, das sieht doch schon mal besser aus. Vergleich mal die Schadenswerte. Nice. Das ist ja ein, was kann denn der? Stahlspeer? Eigentlich sollte das genau der gleiche sein, wie du hast, nur besser. Gesundheit 30 Schaden und der hat 15. Erstmal ist doppelt an Schaden. Ja, nice. Hier, kannst ja mal so einen Alpha testen. Wieso kann ich... Hä? Achso, ich darf das ja nicht ablegen. Ich darf das ja nicht in der Hand haben, damit ich es ablegen kann. Ja, das ist immer so nervig. So, Herr Viech, wo sind Sie? Andere Seite sind 2. Geronimo! Hi, Babe! Komm zu Papa! Ja, so gefällt das Papa. Teilweise mit den rechten, wenn du mit der rechten Maustaste abwirfst, brauchst du zwar viel mehr Ausdauer, aber bei den Viechern kann das sein, dass du halt einen Kombo-Angriff, die einfach Dauer unterbrichst, dann könnte es sein, dass sie dich gar nicht angreifen können. Musst du mal testen. Moinsen! Du hast 2 am Arsch, ne? Umdrehen. Zack. Ja, nein, nicht hauen. Gut, wieder da. So, dann hacken wir mal. Also, es ist wirklich eine Übungssache, aber wenn man es hinbekommt,
mit der Ausdauer halt immer kurz vorher nichts zu machen und nur ein Stück rückwärts zu gehen, reicht es meistens, um ein bisschen wieder zu puffern. Damit man nicht wenn man einmal aus der Ausdauer raus ist, dann hat man eigentlich ein Problem. Ja. So, ich hätte mir doch hier Aloe-Extrakt gemacht. Genau. Gluck, gluck. Oh, nice. Das regeneriert sich ja schön schnell. Ich baue mir jetzt hier eine Treppe. Das geht mir jetzt auf den Sack. Okay. Was haben wir denn heute eigentlich so Ziegel, auf der Agenda? Ziegel, ich würde mir gerne ein Pferd besorgen. Meinst du, das schaffen wir in einer Folge? Das ist schon sportlich, was du vorhast. Oder gibt es dich da welche als von denen, ich weiß? Ich glaube nicht. Ach, ja, oder du vergessen. Ja, wo, also. 68. Ja, sprich dich aus, Robert. Das ist ja fast der Weg, den wir gerade gelaufen sind, ne? Stell ich dir mal dahin. Ja, Hallöchen, was haben wir denn da? Also, mir macht nicht die Entfernung die Sorgen. Du meinst Jan. Wie sie alle ruhig sind. Ist okay. Dann bleib ich halt hier. Nixa, du kommst mit. Da bleib ich halt hier heute raus. Ja, aber jetzt, gut, die ist jetzt schon relativ fortgeschritten, die Aufnahme, ne? Ja, Hälfte haben wir gerade. Das wird wirklich knapp. Ich brauch Steine. Naja, aber was hindert uns denn dran, auch einfach vielleicht mal in der Pampa aufzuhören? Wir müssen doch nicht immer zu Hause stehen. Es wird auch Dungeons geben, in denen wir länger sind als eine halbe Stunde. Da hat sie nicht ganz unrecht. Das, wenn wir direkt weitermachen, ohne Pause dazwischen, sehe ich da auch weniger das Problem. Hä? Das war ja jetzt komisch. Warum? Ach, weil ich mitten in dem Vieh stand und es trotzdem nicht häuten konnte. Ich musste mich da nochmal kurz umpositionieren. Komisch? Das war sehr komisch. Ja. Pack ich mal hier das Feuerchen rein. Die Fackel. Was bräuchte denn eigentlich für die Alchemistenwerkbank? Eisenverstärkung, geformtes Holz und Ziegel. Das krieg ich doch wohl hin. Übrigens, brauch Obsidian Steine. Gekriegt. Bitte was? Hast du gekriegt? Obsidian. Oh. Oh, hauaha. Einen zwar nur, aber ich hab Obsidian. In den Kisten in der Stadt, ne? Ich hab echt ein bisschen Mehl. Na toll. Ja, Eisenbahn erforderlich. Ja, leck mich doch. Nein, danke. Ich hab kein Eisen mehr. Fuck. Moment, ich bin gleich da. Ich sammle übrigens gerade Eisen. Ah, gut. So, ich baue mal noch ein paar Wände. Bringen ja mal 120 vorbei, ne? Ja, okay, danke. Also, bei mir läuft das nächste schon durch und ich habe jetzt akut gerade nicht so einen hohen Verbrauch. Ich kaufe nicht so viel Ernte. Wo bist du? Hier, bei mir in der Hütte. Okay. Dankeschön. So, jetzt muss ich noch Jenny finden. Ich bin gerade an dem Standard, ja. Hast du gerade, du bist gerade an dem Ständer? An dem Standard. Platz wollte ich dann dahinter noch sagen.
Ich sehe dich doch da unten. Haben Sie mal kurz einen Moment für mich? Entschuldigen Sie. Ich bin sofort unten bei Ihnen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich möchte jetzt hier gleich nicht wieder hochkraxeln, so überladen wie ich bin. Ich habe ein Werbegeschenk für Sie. Belästigt der Sie? Soll ich ihm auf die mal aufs Maul hauen? Nein, bitte nicht. Ich möchte Geschäfte hier abschließen mit diesem werten, edlen Händler da unten. Ich habe ein Angebot für Sie, das Sie nicht ablehnen können. Ja, dann komme ich doch direkt mal runter. Wie stehen Sie zu Gott? Dürfen wir Ihnen eine Bibel anbieten? Nee, das ist eher das Gegenteil, was ich gerade gegeben habe. Mehr so Meinungsmacher. Oh ja. Oh, so Meinungsverstärker? Thank you very much. Nice. Oh, ich habe wieder eine neue Würde ich gerne nochmal 2 Level haben irgendwie. Stimmt, ich habe gerade schon wieder Level-Ups gehabt. Ja, meine Axt kann ich erst mit Level 46 machen. Huch. Bei mir war das Ton weg. Oh. Das ist aber nicht gut. Nee. Aber wer weiß, was das war. Jenny, du hast die Kohle liegen lassen. Ich weiß. Warum machst du dies? Weil ich noch so viel Kohle übrig habe. Ich fütter damit meine Eisenschmelze. Ja, Dito. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Jawoll. Steinchen. Sag schon, wenn ich jetzt auch noch eine hinkriegen würde, wäre das nice. Dann haben wir nämlich alle Stahlwaffen. Oh ja. Also ich weiß nicht, ob es bei euch noch spezielle Waffen gibt. Nur die ich haben möchte, das ist halt so eine Sonderstahlwaffe. Ist dann schon, was soll ich sagen, die haut gut rein. Ach, doof. Da. So, wie viele Wände kann ich denn bauen? Sandsteinwände. 11 Stück herstellen, das ist doch schon mal gut. Fährt mal über mich. 2, 4, 6, 8. Naja, könnten ein paar mehr brauchen. Stadtmaurers ist es. Exzellenten Glück. Das war mir nicht bewusst. Warum nicht? Und nein, liebe Zuschauer, bei mir ist kein Alkohol im Spiel. Ich bin so. Kann ich bestätigen. Und das macht's nicht besser. So. Genau, die Alchemistenwerkbank wollte ich jetzt noch machen. Eisenverstärkung. Wie mache ich denn die? Ach, warte, ich weiß. Ja, alles klar. Vergessen, wie viel ich brauche. Das war wieder supi. 50, wow. Wieso? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin tot, weil mein Spiel nicht meine Tasteneingabe annimmt. Oha. Ich habe 3-mal das Schild genommen und 3-mal hat das nicht akzeptiert. Und wurde einfach von dem Typ zerlegt. Obwohl ich eindeutig der Stärkere in dem Kampf war. Ich habe diesen Kampf definitiv gewonnen. Wenn man die Schadenswerte genau betrachtet, habe ich gewonnen. Ja, witzig. Ach komm, der hat... Ich wollte gerade sagen, mal ein bisschen Spaß, Robert. Ich hab kein Holz mehr. Ich bin halt manchmal ein bisschen genervt. Tut mir leid, wenn das Spiel nicht das macht, was ich mache. Und ich einfach gerade auf Kampf versuche, mal ein paar Level zu bekommen, damit ich weitermachen kann. Und es wirklich ein Kampf, der nicht Problem sein sollte, zu einem Problem wird, weil die Steuerung nicht das annimmt, was ich ihm sage. Lass uns daher nochmal drüber reden, dann lache ich drüber. Nee, dann ist das ja nicht mehr lustig. Hätte ich den Witz vorhin bringen, also später bringen müssen dann. Holz, Holz, Holz. Ich haue auf mein Holz. Ja, ich muss auch Holz holen. Ich brauche noch mehr geformtes Holz. Bis die Ziegel durchgelaufen sind, ist auch übermorgen.
Ziegel waren da mal, ich musste Dinge jetzt brennen, ne? Steine. Steine brennen. Ja. Alles klar. Gut, das heißt, ich brauche wieder ziemlich viele Steine. Du bist ein Steini, Steini, Superstar. Wie wäre meine Witze auch schlechter? Sag mal! Ma. Du blödes Ding, du blödes. Wirst du da, wo halte du, oder was? Willst du mich verarschen? Heile Leide. Au, Arschloch. Hatte ich nicht noch ein paar Decken irgendwo übrig? Offensichtlich nicht. Ist. Okay, jetzt muss ich aber mal hier ein paar Punkte ausgeben. Ich habe keinen Bock mehr mit dem zu spielen. Der ist irgendwie. Ich behaupte, der ist buggy oder irgendwas. Der cheatet. Er greift immer instant und zwar, also ich blocke und greife an. Währenddessen greift er mich instant an, wie immer genau dann, wenn ich einen Schlag ausführe. Immer genau dann. Perfekt. Und wenn ich das Schild runternehme, kein Problem. Nur wenn ich angreife, macht er instant einen Schritt vorne und ich kriege massiven Schaden. Und das finde ich ein bisschen ungewöhnlich. So. Das ist doch schön. So gefällt mir das. Kann ich hier noch eins bauen? Ja, ich kann noch eins bauen. Ja, fein. So, damit haben wir nämlich auch die Decke gebaut, Kinder. Sehr schön. Ja, ich baue mir gerade ein Treppenhaus. Und ich habe mir jetzt so einen Treppenaufgang gebaut. An dem ich mir das Hirn einschlage. Okay, das war nicht gut. Nimm sie mit. So. Kann. Das war das Falsche. Kann ich. Was? Wie? Da. Kann ich jetzt meine Sandsteinmauer da hinsetzen, wo ich sie haben möchte? Ja, sehr schön. Ich brauche immer noch dringend einen Aufzug hier hinten. Dann bau doch ein. Nee, geht noch nicht. Aber ich werde jetzt mal einen Stall platzieren. Bäm! Nee, wieso? Ich kann ja einfach auch die Tür hier nehmen. Aufnehmen. Tür auswählen. Zack. Sehr schön. So gefällt mir das. Bauen wir hier noch ein, zwei drauf und dann. Ja, dann wird das gut. Ich will mal was probieren. Hallo. Bin genau hinter dir. Ich suche endlich mal Viecher zum Kaltmachen. So. Mir will Level-Ups. Stimmt, Level-Ups habe ich ja. Aber ich habe gerade in der Stadt einen umgebaut, das hat irgendwie so 3% gegeben. Oh. Ich auch gedacht, vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Dafür bin ich zweimal gestorben fast. Heilige Marie, ich habe 43 Punkte, die ich ausgeben kann. Sprengsätze? Sprengsätze. Hallo? So. Ach komm. Dann werde ich voll.
Fertig. Dann bauen wir... Gehe ich jetzt Mats kloppen. Das scheint ja irgendwie das Beste zu sein, was funktioniert beim Level. Ja. Das finde ich irgendwie bescheuert gerade, dass das irgendwie das Schnellste zu sein schien bisher. Oh Gott, ich will doch nur meine Steine. Was für Steine brauchst du? Ziegel. Wie viele fehlen dir denn akut? 44. Ich meine, ich glaube, ich habe 35 oder so noch bei mir in den Kisten liegen. Wenn dir das hilft. Ist voll lieb, aber ich produziere ja gerade. Ich muss halt einfach, ich muss es nur aussetzen, das ist alles. Ich pack das mal so lange dahin. Jenny, ich sehe gerade, hier gibt's Bietchen. Ich weiß. Entschuldigung. Na, alles gut, ich wollte es doch nur sagen. Für mich ist das ja alles Neuland. Ja, ist doch. Du hast doch beim letzten Mal schon gesagt, dass du imkern willst. Oder habe ich mich da jetzt etwas falsch im Kopf? Ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, deswegen halte ich mich jetzt einfach da raus. Ach nee, du wolltest Bier brauen. Entschuldigung, ich hab mich mit dem Bierbrauen verwechselt. Außerdem, ich habe doch Kopf wie sieb. Das könntest du mir sagen. Ich hätte letzte Folge erzählt, dass ich dir. Was ich, 23 Eisenstücke schulde, ich wüsste es heute nicht mehr. Schön. So. Ich kann machen Beleuchtung. Komm her. Nein, ich mach Beleuchtung. Ich gehe gerade wieder Eisen und Kohle klopfen und Stein. Wer braucht? Doch so viele. Ich hab ja gerade geholt, hast ja gesehen. Was, Kohle und Stein? Eisen, Stein, Kohle, was auch immer. Ich klopf gerade alles, was mir mit der Spitzhacke vor die Nase kommt. Ja, Eisen, Stein, Kohle. Ach, bring einfach mal vorbei. Ich glaube, ich finde da schon Verwendung für. Mir gefällt meine Hütte noch nicht so ganz. Okay, für meine Zuschauer ist es wahrscheinlich auch ewig langweilig, mich mir beim Bauen zuzugucken. Naja, ich finde, so eine... So eine Hütte muss sich auch entwickeln. Das ist ja, ne, du hast ja, musst jetzt ja auch nach und nach die Sachen bauen und die wird sich auch immer wieder ändern über Bedarf. Mhm. Also deswegen würde ich da jetzt noch gar nicht so viel reininterpretieren. Du kannst ja auch noch gar nicht alles bauen, theoretisch. Und stimmt. Allein schon, wenn du es dann zu einem, die größeren Werkbänke nachher hast, wird der Platz vielleicht nicht mehr reichen oder du möchtest vielleicht einige Sachen hübscher bauen und dann wirst du entweder anbauen, andere Wände ziehen. Du tauschst die Materialien deiner Wände aus. Ja, ich befürchte es jetzt schon. Dass das so eine Neverending Story wird. Also ich habe ja in einem anderen Spielstand ein etwas größeres Haus gebaut. Ich glaube, ich habe, wenn ich es zusammenziehen würde, 12 Stunden dran gesessen. Also mit Mats holen immer wieder zwischendurch und bauen. Stimmt, oder Jenny? Ja, doch. Oh je. Und ich weiß, das ist noch lange nicht so, wie ich es haben will. Vor allem weiß ich auch, dass ich später noch weitere Ressourcen haben möchte. Also ein anderes Material. Die zu farmen wird hart. Weil ich weiß, wo ich die kriege. Oder auch schwierig kriege. Ich sag's mal so, schwarzes Eis. Mhm. Da hab ich auch mal was davon gelesen. Mhm. Das ist ganz oben im Norden, im Eisgebiet, gibt's eine Höhle, wo meine Eisriesen auch wohnen. In diesen Höhlen oder in der Nähe von dieser Höhle findest du schwarzes Eis. Ihr Lieben. Nice. Ist das schon wieder so weit? Es ist schon wieder so weit. Nein. Mir egal. Nee, okay, dann du bist Mr. Anti-Überlänge. Richtig.
Was ich schon alles an Überlänge aufgenommen habe. Wir haben schon Stundenfolgen aufgenommen. Ja, das stimmt. Ja, mache ich ja auch manchmal, aber dann schneide ich sie. Ich habe sie einfach hochgeladen und dann wieder gelöscht. Wir waren noch nicht bereit für dieses Projekt. Okay, wenn ich eine Stundenfolge hochlade, sind es bei mir 50 Gigabyte. Und daran lade ich ungefähr einen Tag oder so. Gut. Das ist, glaube ich, suboptimal. Ein bisschen. Ne? Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs dabei sein. Fürs Mitfiebern. Fürs Hände vor die Köpfe schlagen. Fürs Verzweifeln. Fürs Nicht-Abschalten. Ja, fürs Kommentieren. Und an alle anderen, die sich jetzt noch nicht eingesprochen hatten, aufwachen! Und, schön, dass ihr es bis zum Folgenende geschafft habt. Genau, und solltet ihr noch geistig dazu imstande sein, klickt doch einfach mal bei Jenny und bei mir auf den Like-Button. Hm? Und ansonsten auf den Abonnieren-Button. Genau, der ist größer, den trefft ihr eher. Ja. Okay. Also in diesem Sinne, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag. Ich wünsche euch was. Ja, tschüss. Tschüss.